Hi, willkommen zurück zu Clash of Clans. Wie man schon sehen kann, war ich sehr lange nicht mehr in meinem Dorf nach Heu. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie viele Gems ich bekommen habe. Wahrscheinlich das Maximum. Irgendwie 13 Stück kann das sein, ja. Vielleicht aber auch nicht. Jedenfalls, ich war lang nicht mehr hier und das Ganze hat seine Gründe, weil ich das ganze Wochenende lang weg war. Dementsprechend kam auch Sonntag, also gestern, kein Part mehr, weil ich einfach leider nicht die Zeit dazu gefunden habe. Es tut mir wirklich sehr leid, ja, also ich war das ganze Wochenende lang weg. Ich war am Samstag im Moviepark und Freitag bei meinen Eltern und Freitag noch bei Kevin und Samstag anfänglich bei Kevin und dann im Moviepark und dann Samstagabend wieder bei Kevin und Sonntagmorgen bin ich ja quasi abgehauen, nach Hause gefahren und ja, jetzt bimse ich hier. Wir haben Sonntag 14.30 Uhr und der CK läuft. Ja, wir haben einen neuen Clankrieg und das gegen einen 10er Clan, an dem wir heute auch teilnehmen wollen und den wir heute auch natürlich vollkommen rasieren wollen, ja. 4 Stunden sind noch zu kämpfen. Ich warte mal ganz kurz auf die Clan-Truppen. Vielleicht kommt was, vielleicht kommt nichts durch. Werden wir sehen. Aber hey, was gibt's denn generell hier so zu erzählen? Der erste Magierturm ist noch nicht fertig. Dafür ist aber alles andere fertig, was wir gemacht haben. Ich glaube, die dunkle Kaserne hat sich ja immer und immer wieder so richtig in Länge gezogen von der Verbesserung her. Also vielleicht war sie auch schon durch, als ich Freitag das Haus verließ. Ja. Wer weiß, wer weiß. Ja. Greifen wir aber erstmal einmal an. 2 Sterne müssen wir mindestens holen. Wir haben Clan-Truppen. Wo habe ich Clan-Truppen her? Wer hat mir was geschickt? Aha. Sehr interessant. Ja, gut. Vielen Dank, Brutz. Ich weiß nicht, von wem die kamen. Ich habe auch jetzt nicht darauf geachtet, ob ich welche geschickt bekommen habe. Vielleicht habe ich es übersehen. Vielleicht wurde es mir auch gar nicht erst angezeigt. Ich habe keine Ahnung. Aber vielen, vielen Dank an denjenigen, der es mir geschickt hat. Und ja, danke schön. Danke, danke, danke. Jetzt überlege ich, hier die Suche abzubrechen und direkt den CK-Angriff zu machen. Ich kann mich auch noch natürlich glücklich schätzen, dass ich hier noch pünktlich beim CK auflaufe. Ich dachte, ich hätte den jetzt verpennt oder so. Ja, 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 ja. Ja, aber es war halt richtig lustig im Moviepark. Ich war dort mit Kevin und 2 Freundinnen und wir hatten an diesem Tag wirklich sehr viel Spaß gehabt. Es war dieses Horror-Halloween-Event im Moviepark. Also dieses, ja, es gibt halt im Moviepark einmal jährlich das Halloween-Event und das, wer hätte es gedacht, an Halloween, ja. Es war wirklich sehr, sehr lustig. Also gerade als gegen 18 Uhr dann die Horrorschausteller ins Gelände kam und die verschiedenen Besucher versucht haben zu erschrecken. Das war schon cool. Das war schon cool. Quasi in der Zone, in der halt die ganzen Schausteller rumgelaufen sind, gab es wirklich in deinem gesamten Umfeld immer so mindestens 2, 3 Schausteller, die Leute erschreckt haben und so. Und war schon cool. Das Lustigste fand ich, als dann so ein Schausteller kam, der so ein bisschen aussah wie ein Cowboy. War wahrscheinlich ein untoter Cowboy, ja, also ein untoter Cowboy-Zombie, der auf mich zugegangen ist, meinen Nintendo Switch-Jacke gesehen hat und mit den beiden Pistolen auf meine Brust gezielt hat und auch schon mit der Pistole an meine Brust gegangen ist und meinte, Switch, 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 Switch. Und ich dachte so, ja, cool, ne? Er hat das Switch-Logo erkannt und weiß, dass ich ja gerade eine Nintendo Switch-Jacke trage. Cool. Und es hat mich dementsprechend auch natürlich kaputt gelacht, ja. Aber war schon cool. Naja, jedenfalls, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr aus NRW kommt, dass ihr mal an diesen Halloween-Events beiwohnt, die es im Moviepark gibt. Ganz eindeutige Kaufempfehlung eines Tickets, ja. Ich finde hier gerade echt nichts. Scheiß drauf, ich gehe jetzt in den Clankrieg. Juckt mich nicht. Ja, ich habe, wie es aussieht, halt echt was geschickt bekommen. Was ist es denn? Golem Brudes! Jawohl! Danke!
Gut, dann lass uns mal angreifen gehen. Ich weiß jetzt zwar nicht, wen ich angreifen soll, aber das werden wir jetzt wahrscheinlich gleich sofort rausfinden. Es ist mal wieder ein 20er Clankrieg. Und wir gehen auf den 8. Der gute Nishan. Ein Rathaus Level 9er. Und wie man sehen kann, kein X-Bogen ist auf Trocken am Start. Aha. Kann man probieren, reinzugehen. Wir können ja eigentlich theoretisch hier auf die Doppelkanone gehen. Mit den... Ja, doch. Kann man in Erwägung ziehen. Doch, doch. Ich denke, so machen wir das. Komm. Nicht lang rumlaberisieren. Vielleicht mal hier auf die Clanburg schauen. Wo ist sie denn? Gut, wir haben eine volle Clanburg zu erwarten. Okay. Schauen wir mal. So, ich weiß ja, dass der Golem sofort hier auf die Kanone versucht zu gehen. Oder halt auch eben nicht. Gut, dann ist das jetzt auch schon wieder hier gelaufen, ja. Toll. Ah, ich habe jetzt gerade ernsthaft den Gedanken, ja, das werden keine zwei Sterne werden hier. Das wird nichts. Aber sagt niemals nie. Okay, okay, okay. Kein Problem. Brutz! Keines Problemos! Los, macht die kaputt. Ja! Ja, ja, ja. Sehr gut gemacht, meine Brudingo. Ist das dein Ernst jetzt? Ist das jetzt gerade dein Ernst? Dieses Spiel, es ist halt richtig krass, ne? Richtig gut. Wieder richtig gut hier. Mit dem Heilzauber, ne? Da zeigen sich wieder die besten Spielelemente in diesem Spiel. Richtig geil. Kann man nichts gegen sagen. Naja, ne? Muss man nichts gegen... Muss man nichts zu sagen. Ja, bestes Spiel überhaupt, ne? Bestes Spiel. Nächsten Heilzauber hin. Und die Truppen gehen einfach weg. Läuft. Das ist ja immer das Beste an diesem Spiel, ne? Kann sich mal einen Zauber legen, ohne dass die Truppen direkt wegrennen. Das ist cool. Das ist das Beste an diesem Spiel. Hast doch eigentlich direkt keinen Bock mehr auf diese Dreckskacke. Weil dass das nicht gut ist, das muss ich euch ja nicht erklären, ne? Das muss ich ja keinem von euch weiß machen. Ich denke mal, das wisst ihr auch selber, dass das kein gutes Spielelement ist, ne? Vor allem dann, wenn ich genau in diesem Moment dann den Zauber lege, gehen die weg. So. Hätte ich eine Sekunde früher
gehen können. Nee, ne? Das wäre nicht gegangen. Ne? Das wäre ja dann viel zu früh. Ne? Aber okay, ne? Ach, hier könnt ihr zuschauen, ja, aber nicht im Clankrieg oder so, ne? Das sind mir immer die besten Abonnenten, ne? Okay, wie die Helden zeitgleich abgekratzt sind, ist auch nicht schlecht. Auch noch nie gesehen. Verdammt, ich glaube, ich muss mein Mikrofon wieder ein bisschen höher setzen. Du musst halt wissen, mein Mikrofon, ich habe das Gefühl, so jeden Tag geht das Stativ des Mikrofons immer ein wenig runter. Jeden Tag immer ein bisschen mehr. Und das ist ja auch, was soll ich Ihnen erzählen, richtig geil! Ob ich das mit den Magiern noch schaffe? Nee, lass mal stecken. Gut. Ich habe übrigens Stand Sonntag noch kein Layout geschickt bekommen von Abonnenten aus meinem Discord-Server. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nach diesem Part mal mich selber ein bisschen schlau machen und gucken, was für Rathaus oder für Meister zu Level 5 so gute Dorf-Layouts sind. Denn wenn die Abonnenten mir keine Tipps schicken, dann muss ich das ja so machen. Okay, ich glaube, ich habe es in den Tagen, wo ich nicht im Dorf war, extrem viel Loot verloren. Schade. Ich entschuldige mich jedenfalls für die ein oder anderen Patzer. Beim Legen der Truppen. Es kann sein, dass ich ein bisschen raus bin. Ne? Gut, da kann man auf jeden Fall auch eine Megamine platzieren. Kann man bringen. Ob man das jetzt aber muss, ist die Frage. Ich denke mal, die Kampfmaschine bekommt das Rathaus kurz und klein gehackt, bevor er stirbt. Ach, das ist der Schmetterer, wird sogar repariert. Hätte ich das mal beachtet. Hätten wir auch hier reingehen können. Sehr gut. Okay, Brudingus, ich muss jetzt mal ganz kurz eben
das Mikrofon ein bisschen höher stellen. Das ist unerträglich. Das glaubt ihr gar nicht, wie unerträglich das ist, dass das Mikrofon so tief hängt. Boah, ist das zum Kotzen. Es könnte laut werden. Passen Sie auf. Hoffentlich wird es aber nicht so werden. Oh Gott, komm schon. Komm schon. Boah, wie fest habe ich das bitte ge... Oh. Ui. Ja, komm, scheiß drauf. Dann mache ich es halt eben gleich nach dem Part. Ich dachte, ich krieg's jetzt eben schnell wieder hochgeregelt, aber... Dann eben nicht. Komm, das ist hier wieder alles so verworren. Pack ich mir lieber die stärkeren Barbaren rein und mach alles außen kaputt und so. Lass doch mal meine Boogie-Schwester in Ruhe. Was fällt dir eigentlich ein, du Sau? Hallo. So, mehr habe ich jetzt hier nicht möglich gesehen, weil... Ja, kannst du nichts machen, ne? Da ist halt nichts zu machen. Na, bei so einem Dorf, keine Ahnung, wie ich da reinmache, wie ich da reingehen soll, keine Ahnung. Da ist einfach nichts zu machen, ne? Kannst gerne reingehen jetzt, ne? Danke dir. Bruts. Wie, du gehst jetzt wieder raus. Ich finde es auch gut, dass die Kampfmaschine da quasi die linke Seite mit bearbeitet. Aber das wird sie nicht mehr lange überleben, die Maschine. Nee. Bye. Ich habe das Gefühl, immer wenn Meisterhütten noch von Mauern umgeben sind, bekomme ich keine Meisterhütte kaputt. Ich weiß nicht warum. Also, wäre da jetzt ein Bomber besser gewesen? Wären da jetzt Bomber statt Boogies besser gewesen? Vielleicht. Weil gerade solche Mauerkomplexe, wo Mauern in Mauern sind. Es ist immer so ein bisschen schwer, auf die Meisterhütten zu gehen. Bruts. 60 Barbaren und dann nur 68%. Das ist schon bis... Das ist traurig, oder? Das ist schon traurig, oder? Also da kannst du dich jetzt auch erstmal ganz fett umbringen gehen. Für diese Leistung. Die du da erbracht hast. Okay, ja, ich mach nur einmal, ich hau nur einmal die Goldmine an, dann passt das schon. Aber das ist ja auch wieder dumm, oder? Das grenzt auch wieder schon an Grenzstabilität. Das ist ja wieder so dummes Verhalten hier. Ja, ich hitte zweimal kurz die Goldmine an und dann ist auch wieder hier vorbei, ne? Ja, ja. Merke ich schon. Wir leben gefährlich, wenn die Doppelkanone hier steht, aber ja. So, das wäre es doch für die Kampfmaschine. Weiß zwar nicht, warum sie jetzt ausgerechnet zum Boogieturm geht, aber kann man machen.
Hui. Knapp. Aber geschafft. Ja. Moin. So, ein Sechser, der übertrieben gerusht ist und der wieder auf... Alter, das... Wie kann man sich denn so rushen? Das ist doch traurig, oder? Alter. Einzug und allein der Boogie-Turm ist krass, aber das war's auch wieder mit dem. Traurige Gestalten, die hier wieder mal in Clash of Clans Halt machen. So, wir hoffen, dass das Lasergerät jetzt gleich, oder dieses Feuergerät, schnell zerstört wird, dass die Barbaren jetzt auch gleich noch reingeschickt werden können. Oder halt auch die Doppelkanone muss natürlich auch noch kaputt gemacht werden. Zerdeppert werden. Komm schon. Ah, der Angriff ist ein Griff ins Klo. Angriff. Versteht ihr? Habt ihr das verstanden, Kid? Okay, Mois. Haben sie es kapiert? Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht schaffen es die Barbaren zur Meisterin noch mit Wut und so. Das wäre natürlich auch extrem geil. Schaffen es sogar zur Meisterin ohne Attack zu werden. Gut. Zwei Megamin, was auch wieder mal sehr unfair ist, weil ich halt nur eine in meinem Dorf habe. Aber so ist es halt, wenn man gegen einen Sechser spielen muss. Sehr traurig, dass er das nicht geschafft hat, aber gut, ne? So ist das halt eben, ne? Das ist halt traurig, ne? Oh, wir haben übrigens hier das Maximum erreicht. Da würde ich doch sagen, komm. Oh, fuck. 1,1 Millionen. Ja, das ist natürlich jetzt... Ah! Wieso? Wie soll ich jetzt verfahren? Wie soll ich hier jetzt weitermachen? Fräuleins. Ich könnte die Riesen verbessern. Ich könnte aber auch die Barbaren machen. Und wisst ihr was? Ich mache die Barbaren. Ich mache die Barbaren. Ja. Gut. Ja. Moin. Dann in 2 Tagen... Sieht das Ganze hier schon anders aus, ne? Da haben sich hier die Gegner warm anzuziehen. Da wird hier rotzfrech gehandelt. Meine kleinen Strolche. Ja, ja, ja. Wir machen einmal den Sammler, damit wir was Kleines zum Mitnehmen mal eben schnell wegrotzen. In dem Sinne, macht's gut, haut rein und bye. Beim nächsten Mal werde ich mir ein neues Dorflayout suchen. Wird auch mal Zeit, dass ich diese Mauern, die außen rumstehen, nochmal einfügen kann, integrieren kann.